Komm hier, nehm ich. Yeah. 34 Sterne, hast ja noch eine Menge. So. Eine Menge Holz. Na. Und damit all gute wie willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Wir spielen heute Omnibus Simulator. Was für ein, was Apple Simulator? Omnibus Simulator. Ah, so. Unser Ziel heute ist es, 2 Kilo Erbsen zu transportieren. Deswegen, aber wenn wir ein Simulator Let's Playen wollen, müssen wir die passende Begrüßung machen. Tach, ihr Nasenbären. Luschen Pupillchen. Nee, weißt du nicht mehr. Ach so. Oh Gott. Herzlich willkommen zu Schwimmland Galaxy. Ach, ich glaube, hier kriege ich meinen ersten grünen Powerstern. Ich hab ihm doch gerade den Fünfer zurückgegeben, sie dumme Nuss. Was? Bus-Simulator. Ach so, ja, ja. Das hat er mal als Intro oder so hochgeladen. So ein Best-of davon. Oh. Ich verstehe immer nicht, was das heißen soll. Wahrscheinlich labert oder sowas. Ja, aber das klingt so scheiße. Okay, wir müssen diese schwimmende Festung hier erklimmen. Aber ich tauche jetzt trotzdem mal als erstes ab, weil ich meine, hier unten war irgendwo ein grüner Powerstern. Wenn nicht, dann schaue ich auf Google nach, wenn der Jakob mich lässt. Auf 4players.de. 4players.de. Der Komplettlösung. Also wenn ich in eine Komplettlösung reingucke, gehe ich nicht auf 4players. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt eine Komplettlösung geschaut habe. Ich weiß es auch nicht mehr, wann ich. Bei keinem der letzten Spiele. Also in der Regel kannst du ja heutzutage eigentlich auf YouTube gehen und gucken, ob es davon ein Walkthrough gibt. Ja, oder oder du brauchst es einfach nicht mehr, weil das Spiel dich so oder so dahin führt. Ja. Mit 5000 Anzeigen. Oh nein. Ja, ich wollte gerade sagen, taucht lieber mal auf. Also ich weiß gerade nicht, wie ich an den grünen Stern ran käme, wo der ist. Deswegen mach ich das erstmal normal die Aufgabe und such dich später. Sonst verblümmere ich so viel Zeit. Ein grüner Stern, so. Hier gibt es 2 oder 3 grüne Sterne, weil du kannst mit Luigi noch was... Warum sind die dann eigentlich grün? Wegen der Milch. Wegen der Milch? Ich dachte wegen den Erbsen. Ach so! Ja, stimmt! Luigi ist Erbsen ja der... Sterne. Luigi ist der Erbsenklempner. Ach nein, ich muss eine erst dafür. Erbsenstange. Ach, jetzt weiß ich wieder, wie das geht. Ich muss erst dafür sorgen, dass diese Festung auftauchen kann. Und dafür brauche ich als allererstes. Okay. Dafür brauche ich als allererstes hier so eine Homing-Bill. Komm. Ich dachte, du könntest mit dem Bus gegenfahren. Das habe ich schon in GTA Online gemacht. Hast du eigentlich das Bild eingefügt, was ich dir geschickt habe letztens? Diesen Kopf da. Noch nicht. Mag ich noch. Ach, wir haben ja noch keinen Samstag, hast ja noch einen Tag Zeit. Genau. Hier ist der grüne Stern. Ha, den habe ich gefunden. Jetzt wollte ich dir auch. Du müsstest den eigentlich kennen, den Typen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie du mir geschickt hast. Diesen Kopf da. Holy shit! Den Herrn Senf, wie ich das Bild benannt habe. Oh nein! Bist du Dude? Nein. Aber ich muss das neu machen. Ich hätte nicht ins Wasser fallen dürfen, weil dann lande ich mit hier am Anfang. Ich dachte gerade, du hättest das Spiel geglitscht. Hallo! Verpiss dich doch mal, du Mistvieh! Oh, ich hab mit der Unterwassersteuerung hier in Galaxy so... Du blödes Mistvieh! Du blödes... Oh Mann, ey! Oh Gott, ey. Ich weiß doch, als ich auch mal so geflucht hab, da ging ich gerade in den Kindergarten. Vor allem, der beleidigt ja immer die Figuren, ne? Ja. Das passt ja dem Herrn Sievers nicht. Herr Sievers gibt's ja schon gar nicht mehr. Da ist jetzt Herr Siefgen. Ja, hieß. Hieß, auch wieder wahr. Oh ey, komm, übertreibt ihr es mal. Ach komm. Wieso denn 3 Stück? Weil es immer diese Viecher sind. Ah Gott, lass mich raten, diese Kanonenkugeln können die blocken, ne? Ja. Aber hey, wo ich hin wollte, bin ich hin.
Ah, da hast du ja deinen, dein Erdstern. Jetzt habe ich, hab ich die grüne Sternaufgabe gemacht, anstatt die reguläre. Ja, du hast immer deinen Erbsenstern bekommen. Ich habe meinen Erbsenstern bekommen. Erbsenstern. Noch 3 Stück von Leipzig allerlei. Ich komme aus Leipzig. Ich vorhin noch St. Igitzen. Nach Rössau. Verdammt. Ich. Hör auf! Oh. Scheiße, Mann. Ja, komm, schlag mich. Ganz, ganz. Ja, du heißt nicht Bert, du heißt Feng Shui. Ich hab dich gemausert. So, Leute, weiter geht's. Oh Gott, jetzt fängt das auch schon in diesem Spiel an. Ich brauche noch 2 weitere grüne Sterne für diese Galaxie. Ich weiß gerade nicht mehr, wo wir waren. Komm, ich lach mich. Ach so, wo wir waren? Ich mauser dich. Beim Gebrüll, mit dem es weitergeht. Geht's mit Gebrüll. Vor allem, ja. So, Leute, wir kommen zurück zu Singularity. Zu Tobels. Kann ich mir sehen, hier drauf? Ganz ruhig, tief durchatmen. Ich hab schon Tränen in der Augen, Edith. Oh, das ist ja ein bierernstes Spiel, ne? Mario Galaxy ist aber zum Glück nicht so bierernst. Wieso bist du da eigentlich auf Oma Sharif gekommen? Ich hab jetzt nichts verstanden, aber okay. Wieso bist du bei Assassin's Creed eigentlich auf Oma Sharif gekommen? Das frage ich mich auch. Aus dieser Rambo-Verarsche. Der beste Koch der Welt. Also. Okay, also ich muss erstmal das Gewicht hier die aktivieren. Nein, geht mit Gebrüll. Ja! Komm, schlag mich. Ja! Schlag mich. Wie dachtest du? Du kannst es doch besser. Du leckst da ein bisschen. Sag das nochmal wie der Sherata, du kannst es noch besser. Was soll ich sagen? Mit dem Schlag mich. Na komm, schlag mich. Ich nehme mal vor. Sherata liegt mit seiner Frau im Bett und er sagt dann zu dir, du bimmst mich. Ja, der Scharlatan LP. Der Scharlatan. Was? Was? Was hast du gesagt? Bitte? Bitte? Was hast du gesagt? Der ist voll die Scharlatan. Ja. Die Kakamalaka LP. Solange er keine Pieselbirne ist. Das ist so eine Tröte da unten. Die da mit dem Wasser schießt. Ja, solche gibt's häufiger. Ah, also, guck mal, die Feature, die gibt's in Dream Team Brothers, gibt's die auch hier. Ja, die gibt's in ziemlich vielen Mario-Spielen mittlerweile. So, also wie du gesehen hast, wir mussten erst dafür sorgen, dass Teile von dieser Festung sich nach oben begeben. Ja, gesehen habe ich viel, aber beim Hören, da hapert's momentan ein bisschen, weil du wieder etwas leckst. Echt? Und dann liegt das aber nicht, dann muss es doch an deiner Leitung liegen, weil ich... Ich habe keine Ahnung, also wie gesagt, bei mir läuft alles auf Hochtouren. Okay. Keine Ahnung, woran es liegt. Schlaf nicht. Oh, ich musste nur lachen, Eze. Noch da? Ach, du musst jetzt die scheiß Dinger da einsammeln? Ja, na genau. Dann viel Spaß.
Guck mal, diese Aufgabe ist ganz schön lang, oder? Wir haben erst die Festung aus dem Wasser gehoben, dann haben wir sie zusammengesetzt. Und jetzt muss ich auch noch das machen. Ganz ehrlich, dann könnt ihr mich auch deabonnieren. Ich hoffe mir ordentlich die Autobild und guck dann nur den Porsche. Hat denn es mir eigentlich wirklich so gesagt, Herr Scharatan? So ähnlich. Ach so, nee, das war jetzt Jakob. Ach so, Jakob, Jakob. Ja, nein! So gesagt. Oh mein Gott. Was war das denn? Warum hat er das nochmal gesagt? Jakob? Ja? Der war einfach sauer, dass bei ihm nur Landwirtschaftssimulator geguckt wurde. Und dass er sich aufgeregt, dass man ihn ja doch bitte abonnieren soll, wenn man auch nur alles guckt. Ach so. Also im Prinzip wie die Autobild, wo ja mehrere Firmen vertreten sind. Und nicht nur Ferrari oder Porsche. Oh Mann. Ach so, da drüben ist ein blauer Splitter. Ich habe einen eben gesehen, den habe ich nämlich vorhin übersehen. Das auf diesem Bump war. Nein, nein, nein! Nein, 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 was machst du? Wow. Ich lach mich, ich hab dich gemeldet. Ah, komm, ich lach mich. Ich hab gemaust dich. Boah, was haben wir denn da? Ich möchte mal zu gern sehen, wie der Skyrim spielen würde. Der wird ja nur. Der wird ja nur auf Diebeskill leveln. Tja. Mama, was haben wir denn da? Wie alt ist der, hast du gesagt? Als, Mitte als 50, Knippel. Gell? Was ist? Wie alt ist der, hast du gesagt? Mitte 50 oder so? Sheratan? Ne? Ja. Ja? Oh Gott. Tja. Ist schon geil. Ziemlich alt, der Mann. Oh, zu geil. Ach, jetzt weiß ich, warum der gegen YouTube-Partner ist. Die bemeldet einen. Genau. Nein, oh nein. Gott. Sehr Kollege, nicht mehr runterfallen. Nein! Oh. Oh, ich komm ja nicht voran, weil ich nur lachen muss. Kriegst du ja die Pimpanellen hier. Ja, genau. Hier war das so ein Koma-Punkt. Ich hab mein Yoshi nicht mehr. Da krieg ich doch gleich die Pimpanellen. Oh. Wie hat er nochmal gesagt? Boah, da krieg ich ja einen Ständer. Boah, einen Lost-Ständer krieg ich da. Ich müsste den mal zum Gast kommentieren. Boah, mach das mal bitte, bitte. Oh. Der passt auch voll zu diesem Spiel hier. Ja, ja, genau. Aber ich hab warte, den glaube ich nicht mehr. Ich hab den glaube ich nicht mehr in Skype. Ich hatte den mal. Ich hab den von Skype. Du hast den Skype? Herr Nick, ey, guck mal, der ist online. Soll ich den mal fragen? Ja, schreib mal. Wir haben gerade im Galaxy LP über ihn gesprochen und er müsste mal mitkommentieren. So, da oben ist übrigens mal kurz was zum Spiel zu sagen. Gerade verdeckt von dieser Abblendung, aber dahinter, da oben in der Luft, ist der letzte Splitter. Oh. Du kannst mir ja schreiben, dass er dann auch nicht bemausert wird. No. So, und wo? Ach du Scheiße, da oben ist ja noch ein Planet. Was geht denn hier? Mo hat mir gesagt, du hast ihm irgendwas auf Türkisch geschrieben vorhin. Als hab ich auch. Was hast du geschrieben? Irgendwas Zusammenhangloses. Ja, er hat irgendwie vorgelesen, was mit Choc Güzel und, ja, ja. Und Öde Memnis. Richtig, das war auch drin. Alter, guck dir das mal an. Wir haben den halben Planeten eben aufgeschraubt. Eze? Ja? Guckst du noch zu? Ja, ich schreib dem gerade. Ich hab ja oben rechts das Bild immer noch. Boah! Komm, klar. Ich komm nicht mehr klar drauf! Schlaf mich. Sag's doch mal bitte! So, wo gehen wir jetzt hin? Schwimmland-Galaxie haben wir. Auf in die neue Galaxie. Oh! Ete! Bitte? Ein Geisterhaus! Ein Geisterhaus. Geister. Oh, Phantom. Oh nein. Hier gibt's einen Bosskampf mit einem Risikokomet. Oh, da krieg ich die Pimpernellen. Rette Luigi aus dem Spukhaus. So, bin mal gespannt, was das sah ihm zu geil aus.
Aber das passt ja, Luigi und Luigi's Mansion, ne? Ja. Das ist aber schon geil gemacht, muss ich sagen, hier. Das ist im Nebel. Oh, die Melodie. Ist das dieselbe wie in Mario World, oder was? Mhm. Nur remastered und ruhiger gemacht. Aha. Da ist eine Kürbis, der mich angreift. Da drunter war ein Kürb. Naja. Kürb, ne? Genau, Kürb. Ein Kürb ist. Verzieh dich mal, du Spinne. Das ist Boris. Alter Falter, wie ist denn das hier gedreht? Ja. Das haben sie aber aus Ocarina of Time abgeschaut hier. Ich dachte, da wäre Bauer Heinecke am Bau gewesen. Das ist so abgeguckt aus Ocarina of Time mit diesem drehenden Gang. Ah. Bauer Hinek und der Werner. Genau, die Buhus, die werde ich erst. Ist das eine Lampe da oben? Ja, und die Buhus. Ich dachte, das wäre ein UFO. Damit bin ich gestern gelandet. Naja. Die Buhus werde ich los. Von Mauserplaneten, ne? Bitte? Mauserplaneten. Die Buhus werde ich los, indem ich sie in die Lichter locke, aber das muss ich ja nicht mit jedem machen. Ey! Was? Er hat zugesagt, ich gehe kaputt. Echt? Ja. Ey, der soll mich mal in Skype adden. Ich hab den da, glaube ich, nicht mit dieser Eddie hier. Ja, such mal nachher unterstrich Nick, dann findest du den sofort. Warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da oben durch die Tür komme. Das geht nicht so einfach, warte mal. Ich glaube, ich muss beide Buhus besiegen, die hier sind. Ja, komm mal her. Du blöder Geist. Der hat echt zugesagt, nein, da ging ich an die Krise. Das heißt, ich habe noch mindestens zwei Gäste für dieses Let's Play, das wird ja... Das ist... Gott, das wird zu episch. Vor allem mit Koma-Punkt. Ja, ich hatte den noch nie als Gast. Boah, Du warst aber mit dem schon mal in der Konfi, ne? Ja, und dann war ich auch mal mit ihm zerstritten und dann haben wir uns wieder vertragen und so weiter. Okay. Oh Gott. Du hast ihm schon geschrieben, dass ich derjenige bin, der das Let's Play, ja? Ja, klar, gerne. Ich glaube, 89. Nicht, dass er denkt, du bist der Let's Player. Nein. Ich habe ja extra gesagt, Gen Kirby 89. Okay. So, ich muss jetzt erstmal versuchen, diese Sternteile einzusammeln. Geh weg! Alter. Ich glaube. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, Koma-Punkt würde den Beep-Counter von Pest knacken. Oh ja. Aber da kriegt er immer einen Lost-Ständer. Oh Mann. Ey! Ich krieg gleich echt die Pimpernellen hier. Ach, jetzt erst? Energie. Aber Eze, du hast gar nichts. Du hast gar nichts über die Gravitation in diesem Haus hier gesagt. Ja, dass das ist ein bisschen unnatürlich, ne? Ja, das ist eine Decke und so weiter. Ja, das heißt ja auch Galaxy, du Fisch. Die Gravitation, die wurde bemaust. Die hat mich totgeschlagen. Oh. Ah, okay, komm. Gucken wir mal in den Schrank. Wow, das war ein Vorsicht, Herr Kollege. Das war ein Kunstjump. Ganz ruhig, Herr Kollege. Ganz ruhig. Ja, Luigi, ich komme ja gleich. Jammer mal nicht so rum. Ist das storyrelevant, dass er jetzt da eingesperrt ist? Das ist halt einfach nur wieder ein Gimmick von Nintendo. Also. Und das Licht darfst du nicht berühren, ne? Das darf ich berühren, aber die Buhus nicht. Ich werde die. Wenn mir die Buhus zu sehr auf den Piss gehen, dann werde ich die dadurch los, indem ich sie ins Licht locke. Achso. Ja, klar, aber macht jetzt Sinn. Auf der Suche nach dem regulären Stern haben Ezechel und ich so viel rumgedöppt, dass wir dann doch noch den Grünen fanden. Mit einer ordentlichen Menge Voice of the Northman Parodie. Also wirklich, Leute, ne? Ja, wirklich. Und natürlich haben wir auch ein paar andere weitere Bonusaufgaben abschließen können. Mit der Suche nach dem grünen Stern tritt jetzt auch Luigi bei, aber ihr wisst ja, hätten wir es nicht finden können, hätten wir immer uns dann halten müssen, was Andi gesagt hätte. Ja, komm, ich mach das jetzt essen, Chef, gib mir noch der Lesung. Immer diese Viecher. Wie dem auch sei, wie es weitergehen wird. Und natürlich wird auch wieder ordentlich rasiert werden, noch in der nächsten Folge. Genauso wie in dieser hier. Hinterlasst also einen Kommentar und eine Bewertung, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und ich bin hier raus. Peace out.